Es geht Richtung Rostock. So, Spieltag, ne? Aber heute noch nicht. Donnerstag 23.10 Uhr und es geht Richtung Rostock. 8 Stunden Fahrt. Ich bin gut eingepackt. Hoffentlich die ersten 3 Punkte, die wir auswärts klauen. Freddy, was ist für dich? Dein Auge, ja? Der wird nichts bringen. Wir holen uns die 3 Punkte, ich sag das. Ey, ist so dumm, dieser Typ. Was macht der? Er hat nicht mal Ticket. Mein Prediction Rostock führt 2-1 verführt hier bei mir. Nimm kein Eis-Tee. So, Alter. Rostock, ich bin da. Von diesem Boden holen wir uns die 3 Punkte diesmal. Wo ich in Hamburg war, musste ich scheißen. Und ganz ehrlich, jetzt muss ich auch. Ganz ehrlich, mit dem Roller ist es doch viel einfacher. Zara, da sehe ich mich schon, Alter, werde ich schon wieder was ausgeben. Ah ja, das schaut gar nicht so hoch aus auf dem Handy, ne? Auf der Kamera. Aber das Ding ist schon ganz schön hoch, ne? Ne, da dreht mir mal nicht drüber. Da haben wir noch Respekt. Ich weiß nicht, aber da steht einer, der schaut mich die ganze Zeit voll komisch an. Was ist ein Problem? Dann komm doch her. Flossen hoch. Flossen hoch. Freddy, hier für dich. Du wolltest eine Kirche sehen? Hier hast du die. Die haben echt schöne Stickers. Aber wir auch. Ich schwöre, ich laufe hier ganz random. Formel, ich lese hier Hotel am Hofenmarkt. Ich denke mir, hä, ist doch mein Hotel. Dieses Boot hier. Staminka. Ja, das schaut leider nicht so groß aus. Aber es ist so riesig. Geil. Darf ich bitte mal rein? Das wäre schon cool, ne, wenn ich da mal reingehen könnte. Ich fragte. Also es gibt tatsächlich eine Besichtigung. Aber man darf drinnen leider nicht filmen. Schade.
cool, ich habe vom Hotel einfach eine Tageskarte bekommen. Ich kann damit überall hinfahren. Was mache ich? Ich fahre trotzdem Roller. Ich habe jetzt schon mit dem E-Scooter so viel ausgegeben. Keine Ahnung, Alter, ich blende es mal kurz ein. Geil. Sehr geil. Ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie süchtig nach frischen T-Shirts. Nach dem Geruch vom frischen T-Shirts, dem Stoff vom frischen T-Shirt. Ich weiß nicht warum. Von diesem Boden und mit diesem Trikot werden wir es diesmal schaffen. Nein. Oh nein. Es regnet. So. Für Frühstück ist gesorgt. So, gegessen haben wir, getrunken haben wir. Wir sind ready. Die drei Punkte von diesem Boden. Diesen Boden. So, da muss ich jetzt einsteigen. Und Ostseestadion, Alter. Ich komme. Ich glaube, ich bin hier falsch. So, wo ist jetzt der Gästeblock? Wo ist er? Mein Gott, ich glaube, ich habe es gefunden. Da sehe ich doch den, das ist der doch bestimmt mit der grünen Hose. Der Klaus. Jetzt kommt nur die Frage, wie komme ich da rein? Ach man, hab's gefunden. Aber es ist so kalt. Schau mal, ich kann hier rein, einfach rein. Also bei den Fürther Ultras. Und hier steht auch keiner. Komisch, naja. Also das Stadion, Feedback bis jetzt. Stadion, wie erwartet, natürlich groß, kompakt. Die Dächer auch schön, aber ansonsten ein starkes Stadion auf jeden Fall. Das Einzige, was ich nicht feiere, ist, also ich weiß nicht, ob das die Ultras sind und hier sind halt die Gästefans und irgendwie, ich weiß nicht, das feiere ich nicht so. Aber ansonsten eine gute, ja, mal schauen, wie Stimmung ist, aber optisch eine 7,5. Aber wer bin ich? Wen juckt das? Sind das die ersten drei? Auswärts! Komm! 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 Nimm das! Komm, die ersten persönlichen drei Punkte! Auswärtspunkte! Keiner macht Auge, Freddy macht ein Auge. Ab jetzt, weg! Los geht's! Pfeife an! Ich kann nicht mehr! Was geht hier ab? Komm, direkt rein das Ding. Abseits. Komm, jetzt lauf. Komm, schön, Junge!
man das hört, aber die Hütte brennt. Die Hütte brennt. Einer hin? Was ist das denn? Mein Gott, ey. Komm, komm. Oh Mann. Ja, ja, ja. Rückraum, bitte. Wir haben gegen Elversberg schon so gespielt. Langer Ball, Ball weg, Konter. Bisschen hier, zack, zack. Zack. Zack! Urbi, bitte! Guter Ball! Schön! Zack! Schön, faul, das ist faul, mein Freund! Also Rostock ist sehr gut ins Spiel reingekommen. Ich glaube sogar ein bisschen mehr Ballbesitz. Aber wir kommen! Oh, Kunstbruch, ey! Gut, ey! Eieiei, eieiei! Nein! Schöner Ball! Schöner Ball, Laufstuhl auf! Ist das Sieb? Ich hab jetzt schon zu, ey, ich hab echt Kopfschmerzen von der Lautstärke, ne? Schau mal, wie krass! Schau mal, wie krass, die haben einfach... Zwei Ultra-Blöcke. Wir haben einfach zwei Ultra-Blöcke. Einmal hier und einmal hier. Auf einmal, es ändert einfach 0-0 unentschieden, ein Punkt. Aber nein, ganz ehrlich, nein. Ich will die drei Auswärtspunkte. Meine ersten drei Auswärtspunkte. Ja, okay, Nürnberg haben wir auch drei Punkte geholt, aber ist was anderes. Wieder getunnelt. Das bringt ja nichts. Schieß! Steht schon wieder alleine. Dran. Die drei Punkte holen wir. Also vorne bei uns, da ja, geht nicht so viel. Aber Rostock die ganze Zeit am Rücken. Auf geht's, liebe Köpfe, und siegen. Und siegen wir ganz leicht. Komm. Schön. Schön. Wow. Alles nicht. Ich bin wirklich eins vor Wein. Holger, Holger. Hier!
Schubser. Komm. Schön, Junge. Schön, Junge. Schön. Ein bisschen schneller. Es ist Halbzeit. 1-0 Rostock. Schaut sehr, sehr schlecht aus. Wir haben vorne überhaupt kein Zug. Wird immer ein langer Ball und dann ist der Ball weg. Ich will doch nur einmal einen Auswechsel. Es geht los. Komm. Energischer, aggressiver. Hau das Ding da rein. Schieß! Das kann doch nicht wahr sein! Kann mir vielleicht irgendein Rostock-Fan sagen, weil ich sehe da vorne jetzt noch ein Kapo. Ihr habt ja zwei Ultra-Blocks dann quasi. Schade. Das gibt's nicht! Rückpass, sagt er, sagt Rückpass! Er gibt wirklich Rückpass! Oh. Digga, was sehe ich hier? Ich schwör! Wenn wieder drin ist, ich heul! Jawohl, Alter! Nein. Bitte hoch! Wir haben in den letzten zwei Spielen 8 Tore kassiert und nur ein Tor gemacht. Und mit diesem Tor 9 Tore. Schieß einfach. Schieß. Fahrt. Dann halt immer in einen Punkt. Wenn der Ball reinsammelt. Aber er schaut nicht danach aus. Und ui, ui, ui. Ja.
wohl wirklich die letzte Chance. Er rutscht ab!